Was finden Sie mit aller Erfahrung die schwierigste Kurs in Tour de France, die Sie wohl gefahren haben? Was meint ihr jetzt? Die wichtigste Gipfel. Wirklich die Gipfel. Ist das Ventoux, ist das Galibier, ist das Le Malais? Ich mochte den Madeleine immer nicht. Ich hatte immer keinen so guten Tag und die Krone Madeleine mochte ich niemals. Und deshalb nicht. Was ist mit Madeleine, das es schwierig macht? Weil wir den oft so fahren, dass die Sonne dir direkt in den Rücken brennt. Das ist unheimlich heiß und das geht niemals runter. Das ist der Berg, der geht immer hoch. Es kommt keine Phase, wo die Steigung schwächer wird oder flacher wird. Es geht immer nur hoch. Es ist immer super heiß dort und ja, man leidet halt immer. Ich glaube, ich muss zum... Okay, danke schön.